Hallo Leute, meine Helden haben wieder Geld verdient. Wenn meine Helden Geld verdienen, dann freue ich mich immer total. Heute verteile ich einen Scheck für 300 Euro, einen über 500 Euro, im Helden Ad Honorem Programm, das könnt ihr euch online raussuchen, was das ist, und das dritte, 1054 Euro Provision. Da freut sich auch das Kamerakind Michael. Das finde ich gut. Ist halt eine Verkäufersau. Ist halt so, da freut sich jeder Verkäufer. Aber lass uns mal schauen, was die Leute denken. Komm mit. Bringt euch komplett durcheinander. Sorry, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich möchte kurz noch etwas loswerden. Wir machen gleich weiter. Wir haben neue Provisionen zu verteilen. Und ich wollte den Moment mal nutzen, das hier so live zu tun, weil sonst ist das immer so versteckt. So theoretisch und wieder. Und ich möchte jetzt nacheinander drei Leute nach vorne holen, die Geld verdient haben. Durch die Kundenheldenreise. Und zwar, ihr könnt dann selber sagen, wie viel ihr dafür getan habt, was ihr dafür getan habt. Aber es ist reales Geld und es ist verdient worden. Und ich möchte als Erste den Willi nach vorne rufen. Komm mal nach vorne. Riesenapplaus. Dazu, die Gesamtprovision steht eigentlich bei 700 Euro, aber da es ein Teilzahlungskunde ist, ist zurzeit 300 Euro auf deiner Uhr. Willi, sag mal ganz kurz, was hast du gemacht dafür? Werner Müller geschaltet. Was? Das ist Viralmailer. Willi hat lediglich in Viralmailer reingepostet und hat einen Titanium-Kunden gezogen. Sauber. Cool, ist das cool oder ist das cool? Wichtig ist dabei zu verstehen, das was wir gerade mit Florian machen, das ist genau das Thema. Das ist nur möglich, weil in diesem gesamten Verkaufsprozess am Schluss ein Telefonkäufer da war, der denjenigen angerufen hat und das Ding zum Ende gebracht hat. Und ich bin mächtig stolz. Danke, Willi. Weiter so. Dann möchte ich als Nächsten den Michael Müller nach vorne rufen. Wow, das will ich nicht der Kamera. Hier ist dazu zu sagen, er hat 500 Euro Provision verdient. In dem Fall aus dem Helden Ad Honorem Programm. Nochmal ganz kurz, was das Helden Ad Honorem Programm habe ich schon mal angesprochen, glaube ich, bei einem Dinner. Da geht es darum, dass jemand, der auf mich zukommt, ganz ehrlich sagt, wie du bist ehrlich zu mir gekommen, hast gesagt, ich will die Heldenreise machen, ich kann sie nicht sofort bezahlen. Er hat einen Teil auch anbezahlt, muss man dazu sagen. Aber es gibt die Möglichkeit bei mir, dass man sich das erarbeitet. Und er hat inzwischen Arbeitsleistungen inzwischen von 500 Euro erbracht. Es gibt dazu eine genaue Liste, das kann man sich dann online anschauen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gleichzeitig das Helden-Autonomen-Programm habe ich aufgerufen, weil ich gar nicht in der Lage bin, 500 Videos immer wieder neu zu machen. Da war die Aufforderung an euch, ihr müsst jetzt nicht 50 Videos oder irgendwas machen wie jetzt Michael, aber man kann auch schon, wenn man ein Video sieht, wo man sieht, es hat sich was verändert in der Oberfläche und ihr macht schnell das Video danach, in dem Moment, wo ihr gerade im Member-Bereich seid, dann belohne ich das mit Prozenten. Für zukünftige Verkäufe und ab eben einer bestimmten Menge dann wirklich mit Geld und Geldgutscheinen. Ja? Deswegen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Unterstützung. Ohne Michael wäre die Upswing dieses Jahr nicht so megamäßig, wie sie gerade ist. Vielen Dank nochmal. Marcel hat kurz vor der Upswing jemanden einfach von mir erzählt. Du weißt, wovon ich rede. Ja. Ne? Ja. Und Marcel hat 1054 Euro verdient. Ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das ist für dich. Vielen herzlichen Dank und ich möchte nochmal betonen, Viralmailer ist nicht schwer. Was ist Viral? Mir ist eine E-Mail-Liste.
Normalerweise ist es sehr ausgelatscht. Du machst da nicht so viel Verkäufe drüber. Aber deswegen ist es für mich besonders schön zu sehen, dass mein Verkaufsprozess durch eine einfache Viral-Mail am Schluss zu meinem Gewinnmaximierer führt, zu einem Top-Kunden. Ja, das ist für mich, also jeder, der Verkauf macht, ist das wohl was total Geniales. Und auch bei Marcel, er hat jemanden kennengelernt und hat dann im Hinterkopf gehabt, Moment, für den ist die Kundenheldenreise gerade genau richtig. Und hat ihm einfach erzählt. Ja, erzähl. Ich habe einen Podcast gemacht mit, wie hieß der, Micha? Gunnar Schuster. Mit Gunnar Schuster, den kennt der ein oder andere vielleicht. Und da ruft mich dann, da steigt mich jemand an, ich möchte von dir ein Coaching machen. Und dann habe ich dann nachgefragt und habe erkannt, dass das eigentlich eher ein Kunde für Hacky ist, dass ich dem gar nicht helfen will. Weil das ist nicht meine Kernkompetenz. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihm die E-Mail-Adresse gegeben. Ja, ein so einfach. Ja. Deswegen, ich möchte euch nur anregen. upswing.live/Heldenkreis. Könnt ihr euch zum Partnerprogramm nochmal anmelden, wer das noch nicht getan hat? Upswing.live, also von der Veranstaltung hier, /Heldenkreis.